You're the best. Thank you, Shoya. Das ist schon schlimm. Mach dir gute Musik an, weil das hilft. Fan, what the fuck? Ja. Muss ja aufreißerischer Titel sein, nicht? Was ist denn das Schlimme, Zwiebel? Ich glaube, du hast aus Versehen auf Enter gedrückt. Schand fängt dann an, deine Wohnung aufzuräumen. Ajo. Ajo. Zwiebelchen, deine Wohnung war ordentlich, als ich gekommen bin. So ist es nicht. Also, da möchte ich jetzt kein böses, nichts Böses irgendwie existieren haben an Rumors. Wie heißt es? Genau. Ich hab geteasert. So, Zoltan, Roch und Dykstra. Oder Dykstra? Ich weiß, ich glaube, die nennen hier einen Dykstra in dem Spiel. Das, so, wer ist gerade näher? Gott, das ist ein bisschen weit entfernt. Gehen wir zuerst dann dahin. Wir können ihm dabei zusehen. Wenn, dann räume ich halt nur so, wenn ich irgendwie auf einer Party bin oder auf einer Feier bin, räume ich Kram weg. Muss ich hier hoch oder laufe ich gerade falsch? Wäre mein Mann doch so mutig wie du. Ich behaupte, ich bin falsch hier. Wie komme ich da? Es hat mich sehr beruhigt zu erfahren. Was denn nach ordentlicher oder unordentlicher Uff, Melli? Nicht schon wieder Kopfweh. Ja, das stimmt. Trotzdem wollte ich dich hauen. Oh Gott, nicht darunter fallen. Vor allem auch schon keinen Bock aufzurennen, du bekommst Schatten in Ordnungswahn. Ich hab doch nur den Müll weggemacht, den wir auch produziert haben. So, hier lang. Hier. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Da. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Arsch. Aber wahr. Besser war es, aber es war trotzdem unangenehm. Er war der Einzige. Das klingt so ein bisschen unfair gegenüber den anderen Gästen, die da waren. Es ist halt einfach... Wenn du quasi bei dir, ne, wenn deine Eltern dich als Dobby großziehen, dann versuchst du halt, unsichtbar zu sein. Glünku ist weg für heute Abend. Vielen Dank, dass du da reingeschaut hast. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht und einen guten Start in den morgigen Tag. Immer jetzt auch nicht mehr lange. Ich glaube, ich mache jetzt noch eine Stunde und dann ist es auch vorbei. Ist ja auch eigentlich heute ein Off-Stream-Tag, den ich reingenommen habe, nur weil ich halt ab Samstag nicht streamen kann für euch. Okay. Irgendjemand hat geschrien. Dykstra und wie der heißt, hat sich mir auch nicht angeschlossen. Ja, ich glaube, es lag daran, dass ich halt... Ja... Sollte Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort.
Immerhin auf Zoltan kann ich mich verlassen. Nice. Der einzige Mensch, der halbwegs okay ist in dieser Welt. Zoltan. In welche Richtung muss ich jetzt? Da lang, glaube ich. Nee, du hörst nicht in der Stunde auf. Ja, vermutlich schon. Hast du das eigentlich schon mit dem Streichholz ausprobiert? Nein. Werde ich auch nicht. Was auch war, ich hab's auch getan, fand es glaube ich auch richtig, ja. Irgendwie. Ich meine, wäre der Baron am Leben, würde ich ihn vielleicht fragen, aber der er tot ist. Und ich glaube, sonst gibt es nicht mehr so viele. Good night, Shoya. Thank you for stopping by. Der Zwerg ist voll korrekt, genau. Zoltan ist der Beste. Geralt von Riva. Gesund und munter. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Vielleicht hätte ich zuerst ihn fragen sollen und dann zu M hier gehen sollen. Na, und dann M hier sagen, hier, ich hab aber Vernon, der macht das. Aber die Quest gilt jetzt als abgeschlossen, nicht? Ja, egal. Den Baron kann man so oder so nicht fragen. Ah, okay. Ein bisschen schade, aber okay. Und dann jetzt nochmal ins Gellige. Überall hin. Sprich mit Ciris. Wo ist Ciris? Verzeihung? Ist sie hier auf Kaer Trolde? Ich sehe keinen Punkt auf. Gehen wir mal nach Kaer Trolde. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als Knie. Will nicht spoilern, der ist halt weg aus der Story immer. Ah, okay. Ja, also nee, bei uns ist er gestorben, hat er sich erhangen. Ich habe ja schon erzählt. Und die andere Sache habe ich ja schon erzählt, um mein Gewissen selber so ein bisschen zu erleichtern. Ja, okay. Warum die mir nicht auf der Weltkarte angezeigt wurden, finde ich jetzt verwirrend. So. Dass ich hier keine Innenkarte habe. Ah, doch. Pff. Dass ich hier keine Innenkarte habe. Anscheinend ist er nicht zum Beten gekommen. Ach, seid jetzt hier wieder. Scheiße, alles dreht sich. Das klingt so wie die schrecklichste Party der Welt. Weißt du, du hast nur einen Typ, der so besoffen ist, dass er sich voll hart selber feiert. Und der Rest steht hier einfach nur. Die Musiker tun nur so, als würden sie was spielen. Super. Großartig. Ja, genau, das habe ich auch erzählt. Dass mit der, dass das egal, was mit dem Dorf passiert. Beziehungsweise, dass das mit dem Dorf immer passiert. Dass egal ist, wie man sich entscheiden wird. Ich sag's dir, Geralt. Seit du und Hjalmar den Eisriesen besiegt habt, sehe ich dich als einen der Unsrigen. Sehe ich wie ein Skelliger aus? Du hast das Herz eines Ankret. So. Ach, guck mal, ich kann mal die anderen Sachen noch mal abfragen. Deine Tochter, die erste Herrscherin von Skellige. Sie wird eine gute Königin. Sie weiß, was sie will. Ja, und was will sie? Die Clans von Skellige vereinigen. Eine schwere Aufgabe, aber Ceres ist stur. Sie denkt also langfristig. Meinst du, sie schafft es? Sie hat einen mächtigen Verbündeten, mich. Wenn du dich nicht mit mir verbünden willst, dann hole ich meinen Papa. Oh shit, sie holt Ankret. Ach, kacke. Das Massaker bei dem Fest. Gibt es dazu was Neues? Dank dir und Ceres wissen wir, wer es war. Das reicht. Ihr versucht nicht, die Berserker zu fangen? Die waren doch nur Werkzeug, Wolf. Ich will lieber die Schwerthand abschlagen, als nur den Stahl zu zerbrechen.
Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Du hast dich für Ceres entschieden, genau, weil Ceres halt sagte, wir müssen gucken. Und nicht einfach direkt irgendwen zusammenprügeln. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist, glaube ich, klüger, erstmal schauen. Insbesondere, wenn man halt wie Geralt super tolle Sinne hat. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri, ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen Aber keine Sorge. Wir werden die Schwarzen und die wilde Jagd vertreiben. Zwei Fliegen mit einer skellige Axt. Ciri wird in Caer Trolde sicher sein. Ich finde es auch gut, wegen Gleichberechtigung in der Zeit, wo Frauen noch Waren sind. Ja, aber ich glaube, dass es dadurch, dass es hier so an die Wikinger angelehnt ist, da vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen anders war. Aber ich bin kein Historiker. Dementsprechend möchte ich mich da definitiv nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Caer Morhen bekämpfen. Caer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ancret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ancret. Und jetzt gehört sie dir. Danke. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Umso mehr weiß ich es zu schätzen. Das ist die zweite Winterklinge übrigens, die wir gefunden haben. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Weißt du? Da helfe ich den Leuten und der kann nicht mal irgendwie drei betrunkene Trottel ab. Goddammit. Nee, nicht. Da war irgendjemand dreimal blau wie ein Bootsmann übrigens. Naja. Wie komme ich hier hoch? Wo muss ich hier lang dafür? Verzeihung? Könnt ihr mir das sagen? Hier lang? Nee, das ist der Ausgang. Hier lang geht's hier hoch. Da ist irgendwas gerade vom Regal gefallen. So, okay, hier lang. Eure königliche Majestät, könnte ich euch kurz sprechen? Lass das, Geralt. Ich bin dasselbe Mädchen wie früher. Außer dem Titel hat sich nichts geändert. Wie fühlt sich das Herrschen an? Machen dir die Jarls Schwierigkeiten? Sie sind alle sehr verständnisvoll. Sie scheinen an mich zu glauben. Außer Lugos natürlich. Hast du versucht, mit ihm zu reden? Du könntest ihn überzeugen. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist noch dickköpfiger als mein Vater. Aber ich werde es versuchen. Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu?
Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Fäden die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. Naja, verstehe ich. Nachvollziehbar. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Hjalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück! Okay, wir haben zwei. Beziehungsweise ist. Erstmal haben wir nur einen. Entschuldigung. Erstmal reden wir nochmal mit Hjalmar. Wie steht's, Geralt? Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Also, ich habe nur gegen den Eisriese gekämpft. Das Denken und sowas, na, das kann ich nicht. Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen, zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ja keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht, da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zur Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Man hat den Schmerz wissen, gehört. Was wäre ihr jetzt zu begegnen? Also, hahaha. Okay. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankraids je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Moissac wird uns doch Moissac wird uns den Mittelfinger zeigen und dann den Arsch. Der wird auf gar keinen Fall mitmachen. Das, wer ist das? Weiß ich jetzt schon. Und wollten seine Lunge rausreißen. Nachdem wir seine Maske des Ouroboros vernichtet haben, ist ein ja. Ja, okay, soll ich es überhaupt versuchen? Ist hier einer der Schmiede? Verzeihung. Armer Hjalmar. Wo sind die Schmiede? Goddammit, die Schmiede machen mich fertig, nicht? Die so, oh, wir haben Feierabend. Fuck Feierabend, es ist gerade bei 2 Uhr nachts. Was ist das? Das ist eine Verzierung. So, du. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Was hast du denn so? Ich würde mir. Hab ich. Genau, ich hab hier so ein komische Kyra. Und dann reparier mal bitte alles, was ich dabei habe. So, zack. Wiedersehen. Übrigens, Zwiebelchen, du hattest recht. Es war am Ende des Tages sehr teuer. Müssen die Schwerter geschärft werden? Das, irgendwie, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mit diesem Waffenspiel eigentlich reden müsste, aber irgendwie ist da halt nicht funktioniert, weil das Spiel sagt, ne. So, und jetzt einmal zu Moissac. Einmal sagen, gesagt bekommen, ne, du bist doof. Bin noch vorher, wollte ich mal sagen. Okay, Melly ist noch wach.
Ja, gehen wir zu Greedy Knife. Ah, hier bei dem Baum sind wir. Gut. Oi, das wird doch bestimmt nicht gut. Oh. Mäusak wird mir höchstwahrscheinlich nur mal... Ne, der wird mir den Mittelfinger zeigen, wird mir ins Gesicht spucken und mir dann noch eine Backpfeife geben. Und womit? Mit Recht. Zufrieden mit dir, Mörder? Können wir reden? Das war nochmal teuer. Rüstung und Waffen upgraden. Jan und ich sind nach Hindarsfjall gefahren. Oh, habt ihr was erfahren? Ciri ist in Lofoten gewesen. Sie war verwundet, als sie ankam. Die Dörfler haben sie gesund gepflegt. Leider war ihr die wilde Jagd auf den Fersen und überfiel das Dorf. Ciri konnte fliehen, aber die Dörfler... Ich weiß. Du musst nicht weiterreden. Ich habe mit ein paar Überlebenden geredet. Es reicht mir zu wissen, dass Ciri glücklicherweise entkommen konnte. Bestimmt findest du sie bald. Ich glaube, ich habe entdeckt, dass ich meine Spielmaschine programmieren kann. Wieso glaubst du, dass du es entdeckt hast? Der Zauberer ist cool, meinst du? Mal gucken. Was halten die Druiden vom neuen Herrscher von Skellige? Ankret-Blut ist gutes Blut. Und doch ist Ceres die erste Frau, die Skellige regiert. Nicht alle sind darüber erfreut? Es gibt in Skellige 7 Clans. Jeder wünscht sich einen König aus seinen Reihen. Aber Ceres macht das schon. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalma. Denkt zuerst, handelt dann. Und mit Krach als Ratgeber hat sie beste Chancen, eine gute Königin zu werden. Du bist jetzt Hierophant? Gratulation. Danke. Der Skellige Kreis hat mich schon vor Jahren ausgewählt, als die alten Streitigkeiten zwischen den Clans wieder ausbrachen. Der Beruf ist also hauptsächlich politischer Natur? Ja, aber das macht mir nichts. Die Druiden wandeln seit undenklichen Zeiten zwischen den Clans und halten die endlosen Fäden im Zaum. Die Pflege des Gleichgewichts ist nicht nur, die Forellenbevölkerung in Flüssen zu kontrollieren. Wir haben Glück, dass die Jarls uns immer als Ratgeber geschätzt haben. Entweder das oder sie sind, aber ich denke, das ist jetzt so eingestellt, dass es in 9 Stunden erst anfängt. Warum erst in 9 Stunden? 9 Stunden, warum nicht sofort? Der Krieg. Ich würde gerne deine Meinung hören. Nun, ich glaube, dass Emhyr einen schlechten Zeitpunkt dafür gewählt hat. Es gibt doch kaum einen besseren, da der Norden jetzt in Aufruhr ist. Der Norden ist geschwächt, das ist wahr. Aber offenbar hat der Kaiser zahlreiche interne Probleme. Zu viele, um einen Krieg zu beginnen. Du unterschätzt Radovid. Er mag wahnsinnig sein, aber unfähig ist er nicht. Ja, wahr. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Ciri ist? Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Hey, volles Haus hat sich nicht mitbekommen. Es... Hier ist das Ding, so. Ich habe ihren Vater gefragt, der mich beauftragt hat mit "Finde meine Tochter." Und ihr Vater ist like, nope. Weißt du, dann frage ich irgendwie so einen alten Sack. Ne, einen alten Sack, den ich ein unschätzbares Artefakt vernichtet habe. Und er sagt, ja klar, ich pack mir noch eine zweite Unterhose ein und dann bin ich auf dem Weg. Was soll denn das? Emir kriegt seine Tochter nicht zurück. Siehst du, der ist super, der Dude mit dem blöden Namen. Ja, ist ja wahr. Ihr Vater ist ein Arschloch. Ja, ihr Vater ist nicht unbedingt eine nette Person, das ist wahr. Wir gehen mal hier runter zum Hafen von Kaer Trolde. Weißt du, und wie viele Leute wollen mir jetzt helfen? 4?
Vernon? Also Weste natürlich auch, aber die zähle ich jetzt mal einfach zu Vernon mit runter. Zoltan? Chalmer? Moissac. Vier Leute. Weißt du, und da extra ist so, na, sorry, okay. Den richtigen Preis würde der Ciri auch in Radovid verkaufen. Vermutlich, ja. So. Ein Leuchtturm. Meine neue Gesichtscreme ist so toll. Okay. So, konnte ich einfach A gedrückt halten und ich bin nach vorne gefahren. Ich glaube, ne? Jetzt ist hier doch ein bisschen nebelig, du. Achso. Muss ich den Leuchtturm umschiffen da? Da sind Harpchen auf jeden Fall. Die haben mir meine Armbrust abgelegt, die Schlawiner. Zeig mir, was du zu bieten hast. Yay, ein Schmugglerversteck. Ein Leckwal. Ich bin gegen irgendwas gefahren. So. Jetzt aber. So, kann ich ein kleines bisschen schneller? Hallo? Drücke A. Fahr schneller. Ah. Ich musste. Genau, A. Das ist der Knopf. Ich musste ihn nochmal drücken. Ich glaube, ich muss wirklich um die Insel umherfahren. Jetzt wirklich. Warte, wir schauen einfach mal auf die Weltkarte. Ja, muss ich. Goddammit. Okay. Immerhin leuchtet das Leuchtturmfeuer noch immer. Ja, das ist relativ wichtig, dass wir das sehen. Andernfalls muss der weiter drauf sterben. Oh, ich sehe jetzt erst, dass die Segel eine richtige Textur haben. Wenn man näher rangeht. Nett. Wobei die Segel vielleicht doch so ein ganz kleines bisschen. Ja, also die schauen nicht mehr unbedingt so neu aus. Ne? Es ist, als wäre es ein Bettlaken gewesen, das die letzten 10 Jahre benutzt wurde. Ne? Nicht einmal gewaschen wurde und da wurden halt so ein, zwei Löcher reingerissen. Dann hat man sich gedacht, oh, Annegret, wir können das Bettlaken nicht mehr verwenden. Ah, dann benutzen wir das halt fürs Boot. Dann wird es vielleicht auch mal sauber gewaschen. 10 Jahre auf dem Segelboot, dann. Und dann können wir es vielleicht auch wieder auf dem Bett spannen. Yo, ho, ho, Pirat sein ist toll. Yo, ho, ho, plündern, fahren, voll. Drum geben wir uns eine Bottle rum. Nehmen Würfel in die Hand. Yo, ho, ho, Pirat sein, das ist toll. Pirat sein ist aber auch ziemlich lange warten, dass man irgendwo ankommt, doch. Ich frage mich hier wirklich, so wie es gewesen ist, zu Zeitpunkten, also bevor die Amerikas entdeckt wurden. Na, als man dann auf dem Gott hin, das ist der Pazifik, glaube ich. Oder das ist der Atlantik, nee, das ist der Atlantik, nicht? Wenn man dann einfach für Wochen über den Ozean gesegelt ist, nichts gesehen hat und sich so dachte, ja, ne, das könnten wir auch so, genauso gut im Nichts sein. Das meinte, wie viele Leute dachten, dass sie im Kreis fahren, einfach weil sie halt nur Wasser gesehen haben für Wochen und Wochen.